meine Kinder, rate ich euch, strampelt für Glück und Gnade. Tut, was euch möglich ist, damit ihr sicher den Gefahren des Lebens entrinnen könnt. Und nun geht hin in diesen Tag und wer mag, der komme vor, empfange einen Glücks- und Gnadenspunkt. Bitte, mein Sohn. Hab Dank. Ich bin ein Schwein, ein sündiges Schwein. Ich bin ein Schwein, ein sündiges Schwein. All mein Zorn ist in dieser Maske verraucht. Verraucht und erstickt. Zur Gnade und zum Glück unserer aller Schwester. Das war ganz wunderbar. Oh, sonnig. Ich mache euch noch einen sehr guten Preis. Für einen Taler könnt ihr noch einmal... Junge Freund, der Dr. Petzel muss das lesen, weil er diese Dinge... Das große Ganze gibt die Gnade weiter und natürlich müssen wir dafür etwas nehmen. Wir müssen doch auch leben und dem großen Ganzen damit dienen. Habt ihr eure Schreibunterlagen? So, kommt zum Lehrkörper. Er wird der Vertreter der Einheit. Nun denn, wollen wir beginnen. Erwählt zum Werkzeug. Meine lieben Freunde, und das ist es. Der Mensch ist erwählt. Kein Zweifel, dass wir hier so zusammen sind, in dieser Form. Ist eine Wahl, die an uns gesetzt wurde, erwählt zum Werkzeug. Tun der Werke, zu denen wir berufen sind, jeder auf seine Art. Wer will sich denn dem großen Ganzen auch entgegenstellen? Gelobt sei das große Ganze, dem sei nichts hinzuzufügen. So, meine lieben Zuhörer, Studenten und Wissbegierige. Fortfahren. Wenn ich die Worte meiner Kollegin gestern richtig verstanden habe, so habe ich gelegentlich den Eindruck bekommen, als würde sie etwas Neues anstoßen wollen. Was ist, wenn ein kleines Teil fehlt dieser großen Einheit? Es ist nicht mehr perfekt und es ist nicht mehr vollkommen. Und ich frage euch, wo ist ein Teil unserer großen Einheit? Werte Kollegin, jetzt übertreibt ihr aber ein bisschen, nicht wahr? Ihr könnt doch nicht sagen, dass unsere Einheit einen Fehler hat. Denn das ist Blasphemie! Das ist Blasphemie! Sie leugnen die Methoden, die der große Hüter von dem großen Ganzen bekommen hat. Und die der Fürst aber unterstützt. Eine Frage an das Volk. Geht es euch wirklich schlecht? Oder geht es euch deshalb schlecht, weil ihr den Eindruck habt, ihr müsst diesen Steig und den Baum rollen? Ich habe da mal so eine Anmerkung. Ne? Also ich habe ja zum einen so auch diesen anscheinend sinnlosen Stamm um den Baum gerollt. Und heute Morgen habe ich mir meine Hände mit kotbeschmutzter Wolle schmutzig gemacht, um die Arbeit für den Fürsten zu verrichten. Ist das nicht ebenso? Eine Aufgabe, wie sie sagte, wo man sich schlecht fühlt. Und wenn die Wolle doch gewaschen werden muss, wenn die Linsen sortiert werden müssen und es doch ihre Aufgabe vom Fürsten ist,
dann ist es doch vom großen Ganzen gewollt. Ihr habt sogar die Schweinsmaske verlästert. Ihr hättet sie mal aufsetzen sollen. Die eigene Demut so zu spüren, in die Tiefe der eigenen schweren Sünde zu steigen. Werter Fürst. Ihr besorgt ihr vielleicht aufpassen, dass ihr, wenn ihr von dem Schwert spricht, nicht das Schwert eures irgendwann mal in den Munde wird. Und liebe Studenten... Habe ich Angst vor dem Schwert? So steht ihr. Nein. Und liebe Studenten, prüfet alles und das Gute behaltet. Ihr gebt nicht Gnade und Segen, ihr gebt Zwietracht. Ist es die Gnade oder ist es, seid ihr selber es, als Mensch, als völlig profaner Mensch, der diese Macht an sich genommen hat? Mir wurde die Macht geschenkt, um die Gnade zu geben. Und ihr zweifelt nicht länger an das Heil und an den Segen und an die Gnade. Geht es uns wirklich gut? Wenn alle gleich sind, wenn alle gleich sind vor dem großen Ganzen, was passiert dann? Dann scheren sich die Menschen noch nicht mit uns. Ehrwürdiger Fürst, ich möchte euch meine Hochachtung erbieten. Ich habe hier meine neuesten Lieder für euch. Der Fürst sagt euch schweigen und schweigen gefälligst. Morgen werden wir eure Vorlesung ganz genau beobachten. Das tut. Und wenn ihr in eurer Wortwahl euch vergreift, dann wird der Fürst, glaube ich, mit aller Härte zugreifen müssen. Es ist schon eine Last mit den Schularen. Sie nehmen jeden Gedanken so unendlich wichtig, den man doch kaum verstehen kann. Ich möchte nur ganz kurz dazwischen sagen, die Bußwerke sind für heute abgeschlossen. Jetzt könnt ihr euch gerne ein bisschen erfreuen am Glück und Gnade. Ich bin sicher, meine Kinder, dass das dem großen Ganzen mehr dient als alles. Halleluja, Halleluja in Letizia! Weisheit unseres Fürsten hat sich in einem Edikt an das Volk offenbart. Der Fürst ist der oberste Herr und Richter. Demnach hat er niemandem zu gehorchen oder untertan zu sein, außer dem großen Ganzen allein. Diesem Edikt feindselige Taten werden mit dem Pranger, wenn nötig auch mit dem Schwert bestraft. Lasst euch das eine Warnung und Lehre sein. Diesen hier teilt ihr euch, das sind 5 Taler. Den teilt ihr euch zu dritt. Heute, auch das sei noch gesagt, gibt es noch eine besondere Möglichkeit zu strampeln und etwas zu tun. Es wird heute eine Kollekte geben zur Errichtung eines Armenhauses. Das Armenhaus ist wirklich eine hervorragende Idee. Und ihr spendet und dafür bekommt ihr. Würdet ihr mir helfen, bei Knut? Hier. Ja. Ich möchte wissen, wie es vorangeht mit dem Hospital. Schickt jemanden zum Sekretarius, dass er euch Geld gebt für solcherlei Dinge, die ihr noch benötigt für euer Hospital. Gott Dank, ja. Wurde der geläutert, dass ihr euch um euer Erfolg kümmern müsst? Was wünscht sie? Wurdet ihr geläutert, dass ihr euch um euer Schweigt gefälligst Stille. Ja, ich wollte etwas sagen. Und zwar ist der August immer betrunken und ich habe von einer neuen Methode gehört. Was gibt's denn? Nicht so schnell. Das ist eine neue Methode. Das ist heiliges Wasser. Hey. Ah, es hilft nur nicht. Was soll das hier werden? Ich mache mir die Sorge um euch. Ihr seid dieses Tier. Ich bin in mir selbst und in meinem Glauben. Wenn ich euch sehe, aber... Na? Habt ihr denn noch eine Zunge? Mein Verständnis mit schlecht und bösartig, das ist Ketzerei.
Nun wollen wir nicht vorschnell urteilen. Dann frage ich, ob wir sogar jemanden haben, der eine weiße Schärfe erworben hat. Ah. Jawohl. Oh. Fangen wir mit der Jüngsten an. Meine Marie, kommt Güte. Her. Unermüdlich seid ihr in eurem Dienst. Seid eine Freude für das große Ganze. Und nun, mein Sohn, auch du ein Pilger, wie er im Buche steht, immer eifrig, immer dabei. Trage mit Anmut und Würde die blaue Schärpe. Und all diejenigen, die noch keine Schärpe gewonnen haben, nehmt es als Ansporn, als Mahnung und als Ermutigung. Auf ans Werk. Ihr wollt doch glücklich sein. Ich bin ganz begeistert. Ja, wir auch. Gut. So. Dr. Jetzel, habt ihr gehört? Um 11:45 soll es eine Disputation dieser Thesen geben. Bürger und Studenten, wir hören heute eine Diskussion, die wahrscheinlich schon lange überfällig ist. Nun behauptet Dr. Jetzel, dass Strafen, die eventuell vom großen Ganzen gesetzt seien, worüber wir nichts wissen und nichts sagen können und auch in heiligen Schriften nichts finden, dass er die mit Hilfe von Geldgaben und diesen Bändern leisten könne, diesen Ablass. Das geht nicht. Wir haben gesehen, dass wir diese Karten vergeben. Viele von uns haben sie. Sie machen wirklich glücklich. Haben wir hier vorne eine Frau? Bitte steht doch einmal auf, die diesen Bußgang selbstständig geführt hat. Ihr seid doch glücklich damit geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Als ich hier hingekommen bin, da ging es mir noch nicht so gut wie jetzt. Ich bin wesentlich glücklicher. Dafür ist unsere Stadt da. Vielen Dank. Herr Dr. Jetzel sprach davon, dass er die Menschen glücklich gemacht hat. Wollt ihr den Menschen nun dieses Glück entziehen? Was ist das wahrhafte Glück? Das wahrhafte Glück ist aufzugehen in einem großen Ganzen, in dem ich geliebt werde und anerkannt werde, in dem ich eine Würde habe. Es ist nicht das große Glück, zu zittern und zu bangen, dass ich aufgrund äußerer Verdienste, aufgrund Geldleistungen, die ich geben kann, anerkannt werde. Ihr seid nicht glücklich, wenn ihr euch Schwein nennt. Ihr seid gierig, gierig, euch euer Heil zu verdienen, das doch nur ein Geschenk des großen Ganzen sein kann. Ihr versündigt euch gegen das große Ganze, wenn ihr sagt, er schenkt es euch nicht. Ihr bringt so viel Schande hier rein, nehmt den Leuten die Bußmöglichkeiten. Und ich möchte jetzt noch mal was zu dieser Buße sagen. Es ist billige Gnade, was ihr da veräußert. Ihr behauptet, wir kriegen alles einfach nur hingeschenkt. Gut, die Sache ist ja relativ einfach. Sie stellt ja die Einheit bereits in Frage. Die Einheit sind wir alle. Und die Einheit ist auch das Wissen von uns allen. So glaube ich, sind die Thesen der geschätzten Professorin zwar nicht, wie ich finde, vollkommen falsch, aber sie sind überspitzt und in ihrer Einseitigkeit und mit ihrem Anspruch, allein die Wahrheit zu kennen, das finde ich eigentlich das Bedenkliche. Und wenn ihr die Einheit beleidigt, und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter, beleidigt ihr im Grunde genommen auch den Fürsten. Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Zu dem Siechen- und Armenhaus. Ihr sagtet, es käme vom Fürsten. Und dass diese Schärpe sinnloses Zeug ist. Ich habe diese Schärpe auch erwirkt, weil ich eine Spende für dieses Armenhaus abgegeben habe. Also habe ich einen Teil dazu beigetragen. Und dann ist das hier also nicht nur Müll, sondern Kunstschärfe. Wer an einem Armen vorbeigeht und sein Geld lieber in den Kasten des Dr. Jetzel steckt, der wird der Verdammnis anheimfallen. Was mir zu sagen bleibt ist, Bürger, ihr werdet nicht glücklich, wenn ihr diesem Tand nachrennt. Kein Mensch muss eine Schweinemaske aufziehen, um dem großen Ganzen zu gefallen. Ich würde sagen, dass wir diese Disputation nun zu einem Ende bringen. Jeder kann wieder sein Tagewerk nachgehen. Danke. Wie ihr wisst, haben wir in dieser Welt keinen festen Stand. Auf unseren beiden Beinen stehen wir scheinbar fest im Leben. Aber in Wirklichkeit ist aller unserer Stand und unsere Lage unsicher. Um das zu erinnern und zu spüren, könnt ihr, wenn ihr wollt, an diesem Punkt bis zu den Steinen dort drüben und zurück einen Bein hüpfen. Wenn ihr das schafft, ohne mit beiden Beinen auf den Fuß, auf den Boden gekommen zu sein, bekommt ihr einen Gnadenpunkt. Oh, wie anmutig!
Aber deshalb muss er sich übergeben und dann kommt alles raus. Ist wunderbar. Das ist doch. Geht es? Das ist doch Sünde, oder nicht? Wir haben den Becher sichergestellt. Ich habe das geleitet. Was ist aus unserer Stadt geworden? Ich unterbreche euch nur ungern. Ich bin nicht mehr alleine. Aber ich möchte jetzt hier ganz öffentlich und vor allem zeigen, dass ich nicht die Einzige bin, die sich gegen dieses Terrorsystem stellt. Wir lassen uns nicht länger unterdrücken und unterstützen dieses System nicht länger. Für die Liebe! Für die Freiheit! Ja! Nein. Aus Liebe bekommen wir Gnade! Das habe ich auch gehört. Für die Freiheit! Es bringt nichts, immer nur zu arbeiten. Ausnahme. Soldaten, die Scherben! Was soll denn das? Die Scherben! Hier, komm rum. Die Gnadenzunge! Hier, mitnehmen. Mitnehmen. Komm rein. Wissensfreiheit. Mein Gedanke war, wer mit dem Feuer spielt, sollte durch das Wasser steigen. Eine gute Idee. Eine Flamme muss man noch auslöschen. Wird es einen Prozess geben? Sicher, hier geschieht doch nichts ohne Prozess. Volk von Porta Grazie, wir beginnen jetzt mit der Verhandlung. Nun, es wird keine Verhandlung geben. Das Urteil ist klar gefällt. Es handelt sich hierbei um eine Rebellin und eine Aufwieglerin. Daher verleihe ich Kraft meines Amtes als Fürst und oberster Richter die Strafe auf 10 Jahre Kerker. Die sehen wir nicht mehr wieder. Aber die ist doch nicht das eigentliche Problem gewesen. Ja, 10 Jahre, das ist ja nichts. Setzt er sich hin irgendwo. Ne, ja, weg da. Ich will den Rest von ihm haben. Ich, Albrecht von Falkenau, Fürst von Porta Grazie, Vertreter und Vasall des Kaisers, oberster Richter und Herr, Vater und Schirmherr meiner Untertanen, Beschützer ihrer Gesundheit und Bewahrer ihres Vermögens, verurteile hiermit den Sekretarius, den Hohen Hüter und den Dr. Jetzel. Ja! Wegen Verrates an der Krone, Verführung des Volkes gegen den Fürsten, das Volk und die Wahrheit zur sofortigen Amtsenthebung und Tode durch das Schwert. Des Weiteren wird mit sofortiger Wirkung Ruhe! Des Weiteren wird mit sofortiger Wirkung jeglicher kürzlich inhaftierter Aufrührer auf Bewährung entlassen. Die Einheit wird aufgelöst und dem Staat untergliedert. Es lebe unser Fürst! Es lebe unser Fürst von Arm! Für die Gefangenen ab. Wenn ihr wollt, Volk, dass dies geschieht, so müsst ihr meinen Tod mit ansehen. Wenn ihr es nicht wollt, so erhebt euch gegen das Unrecht. Wir erheben uns! Soldaten, alle vom Fürsten! Mit dem Tode können wir nicht. Da seht ihr, was herauskommt aus diesen Lehren. Ich folge mich niemals der Tyrannei. Ich bin Nikolaus von Dornfeld, adliger als ihr. Ich sterbe in Stehen. Haben Sie schon genug Tote? Ja! Da seht ihr es, was passiert, wenn ihr falschen Götzen folgt, wie er einer ist. Tyrannei. Die Einheit ist weg, jetzt haben wir den Fürsten. Toll. Hat die Einheit jemals Blut vergossen? Nein. Nein, weil sie es nicht wusste. Die Einheit hat dafür gesorgt, dass die Menschen zuckeln. Auf Wort eines Diebes hin. Er will nichts als eure Freiheit und unser Geld. Schwankt! Nun verlasse ich diese Stadt. Sie ist verflucht. Und ihr werdet leben unter der Tyrannei von seltsamen Professoren und unwürdigen Fürsten. Ja.
Wer mit mir gehen will, komme mit mir in die Freiheit des Glaubens. Ich gehe mit ihm und du? Ja. Der Stadt. Wir als der neue provisorische Rat haben einige Beschlüsse zum Wohl der Stadt gefällt. Es herrscht hier jetzt Religionsfreiheit. Ich bin froh, dass diese Stadt zum Frieden zurückgefunden hat. Aber ich bin alt und ich bin des Amtes müde. Ich möchte mein Amt an dieser Stelle an den weitergeben, der auch schon im Rat den alten Weg vertritt, Ulfric. Von nun an dient ihr als hoher Hüter, wahrt den Frieden der Stadt. Sei gepriesen für Meer und Kontinente, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr Laudatus Si. Laudato si, o mio Signore. Laudato si, o mio Signore. Laudato si, o mio Signore. Laudato si. Laudato si. Laudato si. Laudato si. Laudato si. Seid gepriesen.